Wie war das hier? Lower? Lowered? Genau, hat der Daddy, glaube ich, sicher ausgesucht gehabt. So. Ich weiß noch nicht mehr warum. Aber manchmal wirklich so eine Gedächtnislücken. Das kommt vor. Das kommt vor. So, Fisch hatten wir, glaube ich, auch gemacht, gell? Hatten wir auch durchgemacht, sehr gut. Dann haben wir nur noch Sushi, Kartoffeln. Wenn das auch noch da ist. Dann müssen wir wieder ein bisschen Kartoffeln finden, beide. Auch ganz wichtig. Okay, habe ich schon gefüttert. Alles klar. Sehr geil. Gut, dann auf das Boot. Achso, hier nochmal die Ansage, mein Mikrosound kann sich immer wieder von Zeit zu Zeit ein bisschen ändern. Einfach weil ich halt grundsätzlich immer wieder was Neues finde, was ich daran ändern könnte, werden, tun, sollte, wollte, you know. Mal was, ne? Also nebenbei gesagt. Aber wie man in den letzten Dave's Diver Streams jetzt auf jeden Fall dann gehört. Im vorletzten, im letzten und in diesem jetzt auch. Ich habe immer so ein bisschen was ich irgendwo dann wieder ändere. Gut. Ich habe da auch jetzt schon was ich noch ein bisschen ändern muss. Da muss ich nochmal gucken. Mache ich dann nochmal demnächst in Ruhe. So, alles klar, ich würde sagen, wir gehen einfach runter, wir gehen ein bisschen angeln, weil in zwei Tagen, ist das Curry-Event. Ist der Curry angesagt. Ich erinnere mich. Wir müssen aber ein bisschen aufstocken, wir müssen unsere Fische ein bisschen besser bewerten lassen. Das sind so die Sachen, die jetzt erstmal anstehen eigentlich, damit wir auch mal ein bisschen vorankommen mit einigen Sachen. Sowohl um mehr Geld zu bekommen auf jeden Fall, als auch um am Ende mit anderen Dingen weiterzukommen. Also ich würde das gerne mal gucken. Ich suche jetzt diese Spiegelqualle. Die war doch hier wohl dabei, oder? Da. Im Mittelmeer. Null bis 50 Meter, wenn dann. Müssen wir mal gucken, die hätte ich jetzt gerne mal. Und wir können die Aufgaben auch mal ein bisschen komplettisieren am Ende. Gut, den Zitat-File links brauche ich nicht. Ich fange lieber Fische mit dem Netz. Wollen wir jetzt ein Stencilium machen? Passt. Sehr gut. Guck mich. Oh. Den kriege ich so nicht, den kriege ich irgendwie anders, ne? Oh, hatte ich hier eine Chance rausgucken sehen. Auch gut. Ah, der habe ich schon wieder. Ich weiß das, wie du tickst. Ich hab dich nämlich studiert letztes Mal. Ich habe zwei davon, ja genau, ich habe zwei davon jetzt. Fand ich ganz geil eigentlich. Aua. Jetzt ist aber dann irgendwie in der Luft, ne? Also ein bisschen Luft zu finden wäre schon mal ganz cool eigentlich. Nehmen wir die hier. Aber hier sind wir schon wieder zu tief für die Spiegelquallen. Oh, ein zweites Boot, finde ich gut. Können wir eigentlich mal aufbrauchen. Hält ja eh nicht so lange. Oh, warte mal, die hier kann ich mir da links fangen, ne? Genau. So, Spiegelquallen.
Kopf nehmen wir mit, damit wir es halt da haben. Wer auch noch? Ach krass. So, eine Gifterbrunnenplatte nehme ich mit. Ein Seepferdchen. Rang 1, ja gut, okay. Mal machen. Kann man zwar lassen, aber kann man machen. So, auf der Suche nach Spiegelei-Quallen. Oh, mal für ein Hai. So, sehr schön. Hier ist eine Garnele. So eine kleine Aale. Die Fettchen, meinst du? Nein, 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 nein. So, in Ruhe. Wie viele Fettchen haben? Rang 2, Rang 1. Schade. Schade, schade. Aber ich glaube, ich bin hier nicht auf der richtigen Map für die Spiegelei-Quallen. Ich spiele aber auch, muss ich sagen, zu selten, dass ich mir das jetzt merke. Da, doch, 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 hier. Jawohl. Nice. Wow. Sehr nice. Cool. Was haben wir denn noch? Kann man das nicht auch irgendwie nachgucken? Hatten wir das nicht mal? Hier, Forschung. Orangen Seestern haben wir auch natürlich holen müssen. 6 Stück. Haben wir durch. Die Gamburen fehlen noch. 130 bis 250. 2 Stück. Können wir mal gucken gleich, ne? Luftblende, dann ab geht's. Wenn das dann ein bisschen Kram nehmen. Gut, hier vielleicht jetzt nicht, aber allgemein, das ist ein Seepferdchen. Und du willst auf speziell, die mag ich lieber. Die mag ich lieber. Jaja, Kassier wird jetzt neu. Hey. Das finde ich gut. Mit dem zu leben war nochmal. Und dann wieder 130 bis 250 war das, glaube ich. Wie sehen die aus? Ab 130 hier, bloß noch am Grund. Ja, die Tigermorin oder der Kragenhai? Was brauche ich jetzt noch? Tigermorin, okay. Ja, mal gucken. Und ich habe den Mauszeiger gerne, ich fand die Hand irgendwie lustiger. Ich grill euch alle. Wird jeder Fisch gegrillt. Ah, nehmen wir hier. Warum denn nicht? Was haben wir hier? Verbesserter Punkt, bitte. Ah, dafür müssen wir den Blitz hier lassen, ne? Dann nehme ich lieber den Blitz mit. Safe. Und Blei mitnehmen. Ah, der Barracuda wieder. Mistvieh. Und mittlerweile sind wir von den Waffen her gar nicht so schlecht. Eigentlich.
Torpedo-Makrele, okay, nice. Die haben wir schon. Aber bei dem. So häufig kommen die nämlich nicht. Vielleicht jetzt, wenn wir wieder ein bisschen häufiger unten sind. Aber mitnehmen, aber einfach warum nicht? Noch ein Barracuda. Lass mal gucken, wir sind jetzt bald voll. Was ist hier denn? Ach, Clown-Anglerfisch, okay. War nicht gecheckt. Ein bisschen Blei. Also ab hier müsste... Oh, da ist eine Kiste. Ja, ab hier müsste man dann gleich finden. Rein theoretisch. Irgendwo ab hier. Also schon 3. Ja, also langsam wird kritisch. Ich jetzt gerne auch noch als Blitz. Das ist ja super. Geht's? Hier haben wir eine Schiffbootschnecke. So ein Seeengel. Ich weiß nicht, wenn ich die kleinen sehe, die muss ich irgendwie mal mitnehmen. Irgendwie brauche ich die. So, ja. So. Bist du so eine Tigermoräne? Ja, okay, eine noch. Oder so. Gut. Eine Spitzhacke jetzt weg. Okay, das soll glaube ich nicht so sein. Ja, das ist nicht so gewollt, aber na gut. Anzug erweitert, dass ich jetzt tiefer schwimmen kann? Oder wollte ich das machen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe oder nicht. Ich weiß nur, dass ich es wollte. Aber das ist doch das Einzige, was ich weiß. Na, muss ich mal gucken, naja. Ich werde es ja merken. Ich glaube, das ist die beste Aussage. Was, oh, ein Seepferdchen? Komm zu mir. Rang 4, ja. Also die Seepferdchen werde ich mit die höherrangigen werde ich auf jeden Fall behalten. Mit den Rennen habe ich nämlich echt Spaß dran. An den Seepferdchen rennen habe ich richtig, richtig Spaß.
eigentlich gar keinen Bock. Hallo. Ist sehr schwer. Alter, ja, ich kann mir da oben gehen. Kieferknochen bekommen von dem, okay. Okay, dass er so schwer ist, hätte ich nicht gedacht. Lamm, drei Praxel, okay, krass. Ja, da müssen wir wohl nachher nochmal hier runter. Eine andere Wahl haben wir gar nicht. Eine andere Wahl habe ich nicht. Ich habe die Hoffnung gehabt, nochmal so ein Dings zu finden. So ein Fisch. Ein Staufel? Wo braucht man denn eine Schaufel? Oh, gerade da ist ein Curryzeug, ne? Warte mal. Da muss ich mal gucken. Wieso? Ja gut. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz langsam. Ich hoffe vielleicht hier, um das wieder aufzumachen. Nee, ne? Nee. Okay. Hätte sein können. Wofür braucht man sonst mal einen Spaten, ne? Weiß es leider echt nicht mehr. Was bist denn du? Boah, der ist ja cool. Okay, so tief war ich noch nicht, ne? Den Fisch kenne ich nämlich gar nicht. Oder war ich einfach nur hier noch nicht? Kann natürlich auch sein. Würde ich ja zu gerne mitnehmen. Nicht so viel? Nein, ne? Was anderes viel. Naja, das habe ich gesucht. Den Weg nach oben. Den Weg nach oben habe ich gesucht. Aber ich glaube, weiß ja, wo ich bin. Aber war ja an sich gut erfolgreich, also von der Menge her auch. Och. Dann müssen wir gleich nochmal hier runtergehen. Würde ich mal so sagen, damit wir nochmal die Nebenaufgaben so ein bisschen fertig kriegen. So, das Seepferdchen kann weg. Das Pira würde ich gerne behalten. So. Ja. Oh, ein paar Rogen, sehr gut. Und der Kopf eines weißspitzen Ripperes, sehr geil. Nehme ich. Ja, da freut sich mal, klar. Was für Feldfrüchte sind denn jetzt erntebereit? Ich war doch eben schon mal da. Und die Weizenarbeit auch abgeschlossen. Geil. Sehr nice. Verläuft.
Also das Reis halt auf Maximum, sehr geil. Bisschen Weizen. Wenn das ja nicht fertig ist, müssen wir sowieso gucken. Also dann kommt jetzt hier erstmal noch ein bisschen Weizen rein gleich. Wenn wir das Geld dafür haben. Nö. Jetzt müssen wir morgen früh warten. Ah, das ist das Huhn, was da liegt. Okay. Und das hier? Safe Storage. Ach so. Okay. So, einmal die Quallen abgeben. Erlege Quallen. Gepunktete Wurzelmundqualle. 50 bis 130. 10 Stück. Könnte man machen auf dem Weg zu den Tigermoränen runter. Das auf jeden Fall. So, dann haben wir hier einmal den Ladungfisch neu. Aber habe ich auch schon gehabt. Eigentlich. Egal. Aber noch ein Seepferdchen. Da fehlen noch 2, 4, 6, 8. Das hier sieht richtig geil aus. Also irgendwie. Als wenn es so eine Art Baum ist. Na gut. Ein Boot. Die Feldfrüchte ganz unten auch bereit. Oh. Dann gehen wir mal runter zum Seepark. Und von da aus können wir dann wieder hochschwimmen, damit wir den Tag nicht verschwenden. Die kommen noch schon, Mensch. Erstmal hier Opalerz, Seespinnen. Hab ich den hier schon? Oder ich muss sie jetzt besiegen. Wo könnte Maro hingegangen sein? Maro ist ja schon. Immer der Wassersee. Felder. Was geht ab, Dude? Seegrasfarm. Bisschen Seegras. Die Traube und Agar-Agar. Wir haben noch einen Kajime-Samen und einen Seetang-Samen. Mit dem Rest. Die waren voll teuer, ne? Obwohl, nee, okay, soll mal. Wenn ich mir jetzt hier nochmal einmal hole. Nebenbei nach dem Kind gucken. Jägermoränen holen, die Quallen holen, nach dem Kind gucken. Also was. Mal so ein bisschen auf die Nebenquest gucken. Und vielleicht ein bisschen Curry nebenbei finden. Hm. Also vielleicht. Je nach Glück. Einige Dorfbewohner haben positiv über dich geredet. Ah, Menschen sind Lügner, daher vertraue ich denen auch nicht. Ja. Tenzin vertraut dir vielleicht, aber Abang ist anders. Mir geht doch nicht die kleinste Gefahr für dieses Dorf, das kannst du mir glauben. Ja, traut mir euch nicht, alles gut. Dann halt nicht. Eben das eine. Und vor allem mir das meiste. So, noch ein paar Seeengel hier.
Gleich mit dem. Alles zum Essen und zum Verkaufen. Mit ein bisschen Geld brauchen wir sowieso. Ich habe mich doch sowieso gesucht. Hallo. Komm zu Papa. Was ist das für ein? Du bist ein ähnlicher. Jawohl, war genau der. Da sieht man wieder, unsere Harpune ist noch viel zu schwach. Dich sowieso nicht. Guck, was wir hier drin haben. Ein Schockerpunkt bitte. Nehme ich. Jetzt die Frage, war das dieser Spalt von hier aus gesehen weiter oben oder unten? Ich war da oben, ne? Aber hier sind wir gerade runter, ne? Ja, genau. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Ah, dann müsste hier doch auch gleich noch so ein Ding sein, so eine Seespinne. Diesmal ist diese Feuerquelle nicht hier. Interessant. Interessant, echt. Dafür sind die RGB-Quellen hier. Lass mich in Ruhe. Wie viele auch? Das muss der Wegquelle zum Unterwassersee sein, von dem das Seepark-Team versprochen hat. Maro ist anscheinend noch nicht zurück. Ich folge mal dem Zeichen. Folge dem Zeichen. Und nimm Gewürze mit. Ein bisschen schwarzer Essig. Okay. Das hier können wir gebrauchen für die Spinne, die hier beschrieben ist. Ah ne, für das wieder. Alter. Tat weh. Dem Hai würde ich gerne irgendwie ausweichen. Nein, lass mich in Ruhe. Zeit, geh weg. Na, ein Wassergewehr. Na komm, auswechseln. Ich kann es da gerade nicht gebrauchen, die Netzkanone. Das bringt mir nicht viel. Den vielleicht. Aha. Die zerbröckelten Felsen stehen im Weg. Sieht nach aus, als bräuchten wir eine Spitzhacke. Zum Glück haben wir eine. Versuchen wir es damit. Super, jetzt sind alle Steine weg. Sieht aus, als wäre die Tür durch das Erdbeben eingestürzt. Ich sollte reingehen und Maro suchen. Ja, machen wir. Suchen wir die kleine Maro. Und den Maro? Das ist nett und freundlich, sieht sie auf jeden Fall nicht aus. Oh, das muss doch der Wassersee sein. Ein See unter dem Meer zu finden, das macht ganz schön was her.
Jetzt sollte ich ein Foto schießen. Und nur gerade ein Kind, aber wie ist ein Foto? Sehe ich auch so. Achso, Foto ohne Nebel. Errungenschaft, 10 Fotos von einem Fotopunkten aufgenommen. Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, ich bin hier richtig. Gibt hier Munition. Guck mal, Arlong. Das ist was Ähnliches. Oh Mensch, du bist gekommen, um mich zu retten. Ich bin nämlich zu retten. Warte, was ist das für ein Monster? Ich war nur hier, um mir den See anzuschauen. Und dann... Goblin Shark. Ja, das ist ein Problem. Sieht aus, als müsst ihr mich darum kümmern. Mach was. Die Reichweite von der Waffe ist halt echt kacke. Aua. Das fand er, glaube ich, nicht so cool. Das war ziemlich knapp. Aber easy going geschafft. Kann ich noch einen Gans mitnehmen mit meiner... Nee, ne? Nee. Schade. Schade, schade. Jetzt das Fleisch eines Koboldhais. Geil. Und seine Nase und Knochen auch. Wow. Mit Ach und Krach besiegt. Oh, danke, Mensch. Warum hältst du dich an so einem gefährlichen Ort auf? Na, ich wollte mir den Unterwassersee angucken. Na, schau dich mal dieses Mädchen an. Wie auch immer, lass uns zurück ins Dorf gehen. Genau. Auf, back to the roots. Maro, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Es tut mir leid, ich wollte schon so lange gehen. Wie war es? War es schön? Gab es da wirklich einen See im Wasser? Ich habe ein Foto gemacht, möchtest du es sehen? Das beschissenste Foto überhaupt, oder? Wow, ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber gib dich mit dem Foto zufrieden. Es gab dort gefährliche Monster. Okay. Jedenfalls danke, dass du mich gerettet hast. Ich werde das Dorf jetzt nicht mehr verlassen. Wir hoffen, Balk. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann kommen wir uns jetzt um die Spinnen. Vielleicht finden wir nochmal Opal. Und die Quallen. Das denke ich mal, könnte man jetzt so mal angehen eigentlich. Ich meine, 70 Kilometer frei.